Ja, sprachlos. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, 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 ganz herzlich in meiner Welt. Bitte entschuldigt, dass ich noch den Weihnachtshintergrund habe, aber es ist jetzt ein Tag nach Weihnachten, wo ich dieses Video drehe und ich finde, diese Woche darf man dann noch ein bisschen Weihnachtsstimmung haben. Ich weiß nicht, wie habt ihr das? Wie lange habt ihr eure Weihnachtsdeko immer da? Schreibt mir das doch gerne einmal unten in die Kommentare. Ich habe die immer so ziemlich bis zum 6. Januar oder so da und dann fliegt auch der Tannenbaum raus. Ja, so, genug. Ja, das war jetzt ein kleiner Abschweifer. Ich bin ein bisschen aufgeregt, denn ich habe ein Tauschpaket gemacht mit der lieben Emilia. Ich verlinke euch hier oben mal ihren Kanal. Das ist so eine tolle Frau. Wie erkläre ich euch diese Frau? Sie ist verrückt. Sie ist wirklich verrückt, aber sie ist großartig. Ein mega herzlicher Mensch, den ich schon seit einiger Zeit verfolge. Und ich finde, sie hat einfach so viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Also Wahnsinn, was das für ein toller Mensch ist. Also sie ist ehrlich, sie ist direkt und sie sagt einfach ihre Meinung. Und das finde ich auch richtig so. Genau so muss es auch sein. Man sollte nicht mit seiner Meinung hinterm Berg halten. Ja, ich bin etwas zu schüchtern, sage ich mal, als dass ich so offen und ehrlich sein könnte, wie sie es ist. Aber sie ist ein wunder, wunder, wundervoller Mensch. Und witzigerweise haben wir tatsächlich mehr Gemeinsamkeiten, als man das so auf den ersten Blick oberflächlich betrachtet sehen oder vermuten würde. Sie macht ziemlich ähnlichen Content wie ich. Also sie hat auch die Abo-Boxen, sie hat die Glossy-Box, sie hat die Pink-Box, sie macht ja, Reviews und Beauty, sie macht unheimlich schöne Schminkvideos. Ich würde mich niemals, niemals trauen, mich so intensiv zu schminken, wie sie das macht, aber sie macht es wunderschön. Sie zeigt wunderschöne Paletten, schöne Marken. Also, ne? Schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Großartiger Mensch mit unfassbar viel Herz. Wirklich. Also ganz toller Mensch. Wir hatten entschieden, dass wir ein kleines Tauschpaket machen möchten. Und zwar unter dem Motto: Meine guten Vorsätze fürs nächste Jahr. Ja, und da haben wir uns gegenseitig einfach unsere Vorsätze geschickt. Das heißt, ich habe hier in ihrem Paket ihre Vorsätze und sie hat in dem Paket, was sie bei sich hat, meine Vorsätze. Ich verlinke euch hier oben am Ende in der Infobox und eigentlich überall auch mal das Video von ihr. Und was soll ich sagen? Sie war einfach unfassbar schnell. Also wir hatten das Motto vereinbart, beziehungsweise so ein bisschen uns ausgetauscht und auch gesagt, welches Budget wir ungefähr nehmen wollen. Und ich glaube, 2, 3 Tage später hatte ich schon ihr Monsterpaket hier. Also, es ist wirklich ein Monsterpaket. Es ist Wahnsinn. Ein riesengroßes DHL-Packset, schlag mich tot, Größe L. Ja, und ich bin so gespannt und möchte endlich reinschauen. Also ich glaube, es steht schon 1, 2 Wochen bei mir und ich habe es noch nicht geschafft, weil dann war Weihnachten und oh mein Gott. Ja, deswegen, ich mach's schnell auf und oh, ich freue mich so. Oh mein Gott. Ist es nicht wunderschön? Ich finde es wunderschön. Oh, es ist süß. Ich liebe dieses Geschenkpapier. Emilia, wie geil bist du? Ich raste jetzt schon innerlich und auch äußerlich. Ja, ich raste aus. Es ist cool. Ah. So, zuallererst ist hier ein Zettel drin. Liebe Claudi. Und sie hat einfach bei dem i ein Herz hingemalt. Dankeschön. Ich mag sowas ja, ne? Ich hoffe, du hattest ein besinnliches Weihnachtsfest. Ich wünsche dir im Voraus einen guten Rutsch in das Jahr 2019. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit den Produkten und freue mich mega auf dein Video mit deiner hypnotischen Stimme. Ist das so? Ist die hypnotisch? Kann ich euch alle hypnotisieren? Geil. PS, bitte öffne nach Zahlen. Falls die Klebezettel im Karton schwimmen, habe ich zusätzlich die Geschenke beschriftet. Sehr geil. Liebe Grüße, Emilia. Emilia, ich bin sehr gespannt. Hypnotische Stimme, das habe ich ja noch nie gehört. Wie witzig. Geil. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Dann suche ich mal die Nummer 1. Hier haben wir die Nummer 1 und es steht drauf, das Rauchen aufhören. Haha. Gar nicht so einfach, würde ich mal so sagen. Also mit dem Rauchen aufzuhören ist immer so eine Sache, ne? Wenn man einmal angefangen hat, ist das nicht einfach aufzuhören.
Und hier sind drin, es riecht einfach schon so geil, ne? Extra Professional White, 14 Mini-Streifen. Mm, ich liebe Kaugummi. Ich finde es echt super. Für weißere Zähne. Ja. Das braucht man als Raucher definitiv. Ja, sehr cool. Du möchtest also mit dem Rauchen aufhören. Ich bin sehr gespannt darauf. Berichte mal in deinen Videos, ob du es wirklich geschafft hast. Und was mich am allermeisten interessiert, ob du es wirklich versucht hast. Oder ob es nur ein Vorsatz war. Denn man macht diesen Vorsatz sehr oft, aber zieht es dann nicht durch, ne? Oder vielleicht ein, zwei Tage. Hier haben wir die Nummer 2. Relaxen, wenn alles zu stressig wird. Oh, das kenne ich. Und gerade bei Emilia ist es ja tatsächlich so, dass sie auch einen kleinen Sohn hat. Und da kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass man dann auch einfach mal ein bisschen Ruhe braucht. Wie süß ist bitte das? Oh, da hat sie hier ein paar Sachen eingepackt in einem niedlichen Säckchen mit einem Stern drauf, wo du durchgucken kannst. Und ich sehe schon ziemlich leckere Sachen da drin. Nom, nom, nom. Was ist das? Ist das Deko oder soll ich damit jemanden hauen, der mich beim Relaxen stört? Geh weg, ich will mich entspannen. Finde ich gut. Dann eine Aktivkohlemaske, Multimasking, sehr, sehr gut. Aktivkohle ist sehr gut für die Haut. Ich bin ein Maskenfreak und genauso wie übrigens auch die liebe Emilia. Also ich habe das ein oder andere Video bei ihr gesehen, wo die auch schon vor einiger Zeit manche Masken getestet hat. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich sage es ja die ganze Zeit heute, ne? ja. Und dann hast du hier für verschiedene Partien vom Gesicht Masken. Finde ich super. Da freue ich mich drauf. Aktivkohle, Allantoin und Zink. Individuelle Reinigung für jede Gesichtspartie. Na perfekt, das kann ich jetzt nach Weihnachten brauchen, denn es haben sich Weihnachten Pickel gebildet. Hab zu viel Süßigkeiten gegessen und zu viel allgemein gegessen, glaube ich. Oh, geil. Von Sephora habe ich noch gar keine Maske. Danke, danke, ich freue mich so darüber. Das ist mega, wirklich mega geil. Das ist eine Maske Visage Ever Green Tea Face Mask. Richtig, richtig toll. Ich freue mich. Endlich mal was von Sephora. Ich muss da unbedingt mal bestellen, Leute, wirklich. Oh ja, da freue ich mich drauf. Dann haben wir einen Fruchtsekko, Holunderblüte. Oh, das ist wahrscheinlich so ein Hugo, ne? Lecker von Rotkäppchen. Nom, 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 nom. Nom, nom, nom. Ah, da ist auch nicht so viel drin, ne? Den kann man sich auch mal gönnen, finde ich. Und dann hast du hier noch Marzipan mit dabei gepackt. Ja, lecker. Werde ich mir reinziehen. Ich trinke ja normalerweise nicht wirklich Alkohol. So alle halbe Jahr trinke ich mal Alkohol und dann halt exzessiv, leider. Weil meistens meine Familie mich abfüllt, ne? Also ich habe zuletzt, jetzt tatsächlich gestern getrunken, da hat meine Mama mich abgefüllt. Böse Mama. Und davor am 8.6. auf dem Geburtstag von meiner Oma tatsächlich. Da habe ich mit Oma eine Flasche Grün leer gemacht. Ja, tatsächlich ziemlich geil. Dankeschön. Wird für einen besonderen Moment aufbewahrt. Und hier ist Schoki drin. Na, alles meins, meins, meins. Was haben wir denn hier? Praline Cream. Oh, die mag ich gerne. Mein kleiner Nikolausis. Alles meins. Ja, das war doch schon mal ein sehr, sehr cooles Relax-Säckchen. Dann gucken wir mal die Nummer 3 an. Die Nummer 3 ist bei ihr tatsächlich abnehmen. Emilia, du musst nicht abnehmen, du bist wunderschön. Das musst du wirklich nicht. Mein Platz 1 Vorsatz seit 10 Jahren. Leute, ganz ehrlich, alle wollen immer abnehmen, lass das. Also ich sag immer so, man muss einfach nur das Gewicht haben, wo man sich mit wohlfühlt. Man muss nicht zu dick und nicht zu dünn sein, man muss sich einfach wohlfühlen und sagen, so, ne, ich fühle mich jetzt wohl in meiner Haut. Also weiß ich nicht, ich habe auch schon deutlich mehr drauf gehabt als jetzt, ich hatte auch schon deutlich weniger. Und ganz ehrlich, man sollte so viel wiegen, wie man sich wohlfühlt und nicht immer so, keine Ahnung, ich muss jetzt unbedingt drauf achten, was ich esse, ich muss jetzt mehr essen, ich muss jetzt weniger essen. Vergiss es, ganz ehrlich. Deswegen, liebe Emilia, wenn du dich wohl in deinem Körper fühlst und sagst, ich fühle mich wohl mit meinem Gewicht, dann lass es dabei. Nimm nicht ab für andere. So. Aber wenn du das möchtest, dann mach das natürlich. Aber von mir aus musst du das nicht. Okay, Leute, ihr werdet wirklich lachen. Ihr werdet wirklich lachen.
gar nicht, was ich dazu sagen soll. Schaut einfach mal bei dem Video vorbei. Ja, sagen wir nicht viel dazu. Doch, wir sagen einiges dazu. Ich habe mir was Ähnliches reingepackt, aber mit einem anderen Aspekt als guten Vorsatz. Geil, ich mag die sehr gerne übrigens. Und das sind jetzt die Maiswaffeln, nicht die Reiswaffeln. Ich habe das, was ich mir in meinem letzten DM-Haul gekauft habe, tatsächlich auch schon aufgegessen, meine Reiswaffeln. Ich habe die halt immer auf Arbeit stehen und snack die so zwischendurch, damit ich halt immer irgendwie kein Magengrummeln habe. Richtig geil, dann kann ich jetzt mal die Maiswaffeln probieren. Dankeschön. Aber nicht zum Abnehmen. Nee, nee. Ne? Cool, danke. Mir gefällt's. Ich hatte jetzt ein bisschen Angst übrigens, als ich dieses Paket in der Hand hatte, dass du mir da irgendeinen Shake reingepackt hast, ne? Oh, du bist echt eine geile Nudel. Von diesem Paket ist die Zahl abgefallen, aber ich habe gerade noch ein bisschen durchsortiert und das müsste eigentlich die 4 sein. Hier steht auch nichts drauf, aber ich glaube, das ist die 4 und da habe ich hier den Zettel. Mehr Zeit mit dem Partner verbringen, ihn öfters umarmen und küssen. Ja, wir haben ähnliche Vorsätze, Schätzelein, ich merke das wohl. Hier haben wir dann die 3 Schätzchen und das ist gar nicht mal so wenig. Hallo. Ich liebe auspacken. Habe ich euch eigentlich gezeigt, wie geil dieses Geschenkpapier aussieht? Es ist einfach Mickey Mouse. Voll süß. So, hier hat sie mir reingepackt. Lippenpflege, Pearly Vanilla. Sehr, sehr cool. Balea Lippenpflegestifte benutze ich exzessiv. Deswegen ist das eine sehr gute Sache. Vielen Dank. Dann hat man auch perfekt gepflegte Lippen, um den Schatz zu knutschen. Dann haben wir hier das nächste. Übrigens super geil zugeklebt. Sie hat, glaube ich, keinen Tesafilm mehr gehabt. Da gab es einfach mal Washi-Tape, ne? Läuft bei dir. Sehr geil. Halsbonbons atemfrei, damit man einen besseren Atem hat, wenn ich meinen Schatz knutsche. Meinst du, ich habe einen schlechten Atem? Ne, 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 Kaugummis drin. Hier, atemfrei drin. Schätzelein, was ist da los? Aber sehr gut, ja. Mit ätherischen Ölen, gletscherfrisch, zuckerfrei. Und was haben wir hier? Ein großes Moped. Guck mal, da lächelt Minnie und Mickey. Da haben wir Mickey Maus. Da haben wir Minnie Maus. Du hast mir jetzt nichts von Mackie reingepackt, oder? Meine Liebe, mach keinen Scheiß. Oh mein Gott. Lady Emilia, ich glaube, das war nicht im Budget, oder? Lip Scrubtures. Ein Lip Scrub von MAC. Wie geil bist du denn? Na, aber das ist doch außerhalb des Budgets. Maus, echt. Oh, es ist hübsch, es ist pink. Ah, ich eskaliere. Oh, du geile, geile. Oh. Damit kann ich dann meine Knutschlippen etwas vorbereiten. Danach einen wunderschönen Lippenpflegestift auflegen. Währenddessen ein atemfrei Bonbon lutschen. Und dann bin ich perfectly prepared for kissing my boyfriend. Dankeschön, boah, du Verrückte. Dankeschön. Echt mega. Strafender Blick. Die Nummer 5 ist Nächstenliebe. Zeig deine Liebe einem Obdachlosen deiner Wahl. Gerne. Das wirklich sehr, sehr gerne. Man muss dazu sagen, wir wohnen hier wirklich auf dem Land. Das ist eben das Ding. Hier sind echt nicht so wirklich Obdachlose oder sonst irgendwas. Das, was ich gerne mache, ist immer. Dazu wollte ich nachher nämlich auch noch ein Video mit euch zusammen drehen. Das passt deswegen sehr, sehr gut. Und zwar wollte ich mal meine ganze Schuhsammlung und meine ganzen Klamotten und wie auch immer aussortieren und das dann in unseren DLK-Laden bringen. Und dort wird es dann quasi ja, Secondhand-mäßig weitergegeben an Flüchtlinge oder an Bedürftige, an ärmere Leute, ne? Und da haben wir einige von diesen Läden bei uns und das ist halt so eine gute Anlaufstelle. Deswegen, ja, du triffst gerade meinen Gedankengang, Schätzelein. Oh, und hier hat sie reingepackt eine Mütze, eine schöne warme Mütze, 2 Paar Handschuhe, oh, richtig schön kuschelig warm. Cool. Was also bei Primark?
Bin ein bisschen neidisch. Ich hätte auch gerne einen Primark, aber du wohnst ja etwas mehr städtischer, sage ich mal. Und dann hat sie mir hier noch einen Schal mit reingepackt. Richtig cool. Perfectly prepared for winter. Dankeschön. Die Nummer 6. Sich auf die Umschulung konzentrieren. Und das Papier ist süß mit einem Nikolaus. Und einem Schneemann, der sich freut. Yay! Sehr geil. Eine Umschulung. Was machst du denn für eine Umschulung? Erzähl mal. Kugelschreiber, alles klar. Ja, sehr gut. Kugelschreiber kann man generell auch immer sehr gut gebrauchen. Das sage ich dir. Die Nummer 7. Mutter sein ist alles, aber nicht nochmal in 2019. Ja, okay. Sehr gut, sehr gut. Zuerst haben wir Kondome drin. Vielen Dank. Mit Geschmack, ja. Schön. Und ein Schwangerschaftstest. Einfache Anwendung ab der fälligen Periode. Schnelle Gewissheit in nur 3 Minuten. Ja, sehr cool. Ist echt verrückt. Ja, ne? Die liebe Emilia hat ja einen kleinen Sohn. Ich bin ja noch kinderlos. Ja, ne? Weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ne? Schaut einfach mal in ihrem Video vorbei. Und hier hat sie geschrieben, für die Nummer 8, bitte zum Schluss. Gönnen. Denk an dich und gönn dir etwas. PS, kleines verspätetes Weihnachtsgeschenk. Ach, liebe Emilia, wir sind uns dann doch etwas ähnlicher, als wir damals immer dachten, glaube ich. Sehr gut zugeklebt, Kido. Verarsch mich nicht. Galeria Kaufhof. Sephora bei Galeria Kaufhof. Geschenkkarte. Dein Ernst jetzt? Liebe Claudi, denke nicht viel darüber nach, freue dich einfach. Sephora, Babe. Ach, liebe Emilia. Ich hab's eben gesagt, ne? Sephora. Ich muss unbedingt mal bei Sephora einkaufen. Und jetzt kann ich's. Oh, Emilia. Du verrückte Nudel. Du unfassbarer Mensch. Wie geil du bist. Es waren echt geile Sachen. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Du hast ziemlich coole Vorsätze fürs neue Jahr. Leute, schaut auf jeden Fall bei dem Video vorbei, was sie drehen wird. Das ist echt der Wahnsinn. Vielen Dank, liebe Emilia. Du hast super geile Sachen reingepackt. Du hast echt drüber nachgedacht, was du so treiben möchtest mit mir und was du dir fürs nächste Jahr so vornimmst. Richtig cool. Also, es hat mir Spaß gemacht. Gerne wieder. Wir haben ja auch in der Zwischenzeit schon wieder geschrieben, so zu Weihnachten. Auf jeden Fall wieder. Es wird nicht das letzte Tauschpaket gewesen sein. Ja, oh, ich bin ganz gerührt, echt. Mensch, du Verrückte, echt. So, ihr Lieben, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn dem so ist. Und ansonsten wünsche ich euch allen und ganz besonders dir, liebe Emilia, einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lasst es euch einfach gut gehen. Fühlt euch ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke euch hier oben einmal den Kanal von Emilia, hier unten das Video, was sie zu dem Tauschpaket gedreht hat. Hier oben könnt ihr mich, wenn ihr möchtet, abonnieren. Und hier unten ist meine Playlist mit den ganzen Tauschpaketen, die ich so gemacht habe. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!